Führer. Dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Sorge ist nicht so unberechtigt. Dann soll die Armee kehrt machen! Er ist nicht in der Bunkeranlage. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Dieser Morphinist! Den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Oh, shit! Verrat! Oh. Was hat er daraus gemacht? Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Das heißt, oder? Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Lehnt sich das schlimmer aus, als es ist. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Es ist unmöglich. Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich... Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wer ist der Mann, auf der Stelle hinzurichten?